Howdy zum Grundkurs. If you are like me, installing technical devices is a nightmare. It seems like I always have to call technical support and wait for hours to finally reach a human being. That you'll see today. Carolyn will show us the word order in English, den Satzbauplan. And she will talk about auxiliaries like may, must, and can. Yes, we can. But let's start with some magic literature. The young wizard Harry Potter needs a wand, a device wizards can do magic with. And the place to go find this magic wand is Mr. Ollivander's shop. Mr. Ollivander was quite right about expecting great things from Harry Potter, as shown by the other six books. I really would like to have Harry's abilities. One little flick with the wand and bada bing, bada boom, everything works again. Well, unfortunately, I had to work my way through the mysterious world of telecommunication devices without a magic wand. See for yourself. Carolyn told me to advise you to look out for the word order. Wo steht was im Englischen? Bitte schön. Okay. Before I call technical support, I'm going to try this one last time. First, I need to update the firmware of my router to version 6.5.5 or higher. I've done that. I need to separate the phone from the power supply. Then, place the phone and the adapter upside down on a soft cloth or mat so that you can read the labels from the front. See diagram. Oh, something I didn't do. Now I need to place the adapter to the left of the phone with the two jacks pointing towards the phone. Two jacks. What are they talking about? Two jacks. Two jacks. I see one jack, but I don't see two jacks. I'm starting to get really frustrated here. Connect the RJ458 pin cord to the GN Netcom Jabra X Jack 3A. What? Connect the RJ114 pin cord that came. Connect the RJ114 pin cord to that. Okay, I'm supposed to connect the phone to the power supply now. Huh? And I'm connect the phone and the router to the, yeah, I did that. Press the talk button on the phone and check whether the headset is receiving the dial tone. No, there's no dial tone. Mamma mia. Complicated stuff here. Hello? Hello? Anybody in there? Oh. Hello? Hat keiner mit dir gesprochen? Fies. Dann hör doch einfach mir mal zu. Wie angekündigt geht es heute um den Satzbau. Erstmal begeben wir uns auf für Sie bekanntes Terrain, die deutsche Sprache. Ich zeige Ihnen mal was. Hier. Ich esse. Du isst, wir essen. Im Deutschen weist die Endung in der Regel schon ziemlich deutlich aufs passende Subjekt hin. Da muss man kein Sherlock Holmes sein. Die Satzaussage, das Prädikat essen, ist also durch diese sogenannte Konjugationsendung klar einem Subjekt, dem Satzgegenstand, zugeordnet. Sie merken schon, ich verwende immer auch mal hochoffizielle Grammatikterminologie. Es kann nicht schaden, wenn Sie die Begriffe mal gehört haben. Das Prädikat entspricht meistens dem Verb. Es ist die Satzaussage. Ich bin sicher, Eric hätte einiges zu sagen über die deutsche Sprache und ihre Fallstricke. Ich aber weise nur dezent darauf hin, dass sich im Indikativpräsens im Englischen bis auf eine Ausnahme, nämlich hier bei der dritten Person Singular, die Endung nicht verändert. I eat, you eat, they eat. Alles dieselbe Endung, eben nur bei he, she, it gibt es eine andere Endung. Es,
nämlich eats. Merke, bei he, she, it, das S muss mit. Reimt sich. Aber zurück zum Thema. Das mit den Endungen erleichtert das Englischlernen sehr. Einen kleinen Nachteil hat die Endungsarmut im Englischen allerdings auch. Das Prädikat kann deshalb nämlich nicht auf den ersten Blick klar dem Subjekt zugeordnet werden. Deshalb ist es im Englischen sehr wichtig, dass der Satzbauplan eingehalten wird. Subjekt, Prädikat, Objekt, kurz SPO. Die müssen immer in dieser Reihenfolge beieinander bleiben. Ort und Zeit, also die Antwort auf die Frage wann und oder wo, kommen vor oder hinter das ganze SPO-Paket. Und wie im Alphabet kommt O, also Ort, vor Z, Zeit. Schauen wir uns das doch mal in Erics Kampf mit dem Router an. First, I need to update the firmware of my router to version 655. So, und hier haben wir den Satz noch einmal im SPO-Schema für Sie. First steht vorne, dann folgt SPO. Bei der Zeitangabe gibt es ein paar Ausnahmen. Unbestimmte Zeitangaben, die auf die Frage wie oft antworten. Das sind zum Beispiel always, ever, never und sometimes. Die werden zwischen S, dem Subjekt, und P, dem Prädikat, vor das Hauptverb gesetzt. Wie werden im Englischen Fragen formuliert? Auch hier wird der Satzbauplan Subjekt vor Prädikat vor Objekt, kurz SPO, eingehalten. Deswegen muss man in Fragesätzen die etwas umständlichere Umschreibung mit to do verwenden. Die entsprechende Form von to do steht dabei am Satzanfang vor dem Subjekt. Auch das schauen wir uns mal an. Do I need to update the firmware first? Wenn wir aber wissen wollen, wer die Firmware updatet, also nach dem Satzgegenstand fragen, entfällt die Umschreibung mit to do. Da heißt es dann schlicht, who updates the firmware? Antwort: I. Es gibt dann noch sogenannte Auxiliaries. Es gibt vollständige Auxiliaries wie do, have, be und will und unvollständige. Das sind Verben wie can, must, could, may und so weiter. Wir beschäftigen uns mit diesen später noch ausführlicher. Nur kurz für Sie, bei denen braucht man kein To-Do, um eine Frage zu formulieren. Mehr zum Thema Satzbau finden Sie auch im Buch. Ich habe ja schon gesagt, mit To-Do lassen sich Fragesätze bilden. Wir schauen uns To-Do mal ein bisschen genauer an und lauschen mal Erics Konversation mit der Hotline. Danke, dass Sie sich für Telekom Wireless entschieden haben. Thank you for choosing Telekom Wireless. Telekom Wireless ist immer und überall für Sie da. Wherever you go, Telekom Wireless is there for you. Press 1 for English. Drücken Sie bitte 2 für Deutsch. Press 1 for customer support. Press 2 for purchases. Press 3 for technical support. And press 4 for other inquiries. Hi, this is Rick. What can I do for you? Hi, Rick. This is Eric. Could you please help me hook up my new Telekom Wireless T router? What seems to be the problem? Yeah, I can't seem to get it to start. Do you see a red light flickering on the router? No, I don't. Have you installed the T-Box program? Yes, I have. Do you have the updated version of the software? We might have to start from the beginning here. Yes, I do. I just updated it. Can you tell me the firmware version you've installed on your computer? Yes, I have the version 655. Could it be possible but that the software has a bug? This might be the problem, sir. I've encountered many of the same cases this past week. And it has always been a software problem. Therefore, you must use the latest version 656. 656. Is it possible to download it from your website? Yes, it is possible. How am I supposed to download it? When I don't have any internet. Do you have any other access to the internet? Yeah, my next door neighbor. Okay, so do that, and then call me back when the download is finished. And we start over. Oh, well, thanks, Rick, for your help. Bevor Eric nebenan weitermacht, schauen wir uns To Do an. Wir brauchen es für Fragen, das wissen wir schon. Ebenso aber auch für Verneinungen, wenn ein einfaches No nicht reicht. Schauen wir mal in den Clip. Do you see a red light flickering on the router? No, I don't.
Und das Ganze haben wir auch noch einmal schriftlich für Sie zum Mitlesen. Da haben wir den Satz. No, I don't. Nur no wäre unhöflich. Deshalb hier mit to do. Das ist übrigens die Kurzform von do not. Die beiden Wörter werden zusammengezogen mit den Short Answers, den höflichen Kurzantworten, werden wir uns aber in Folge 5 noch ausführlicher beschäftigen. Jetzt noch kurz zu den Möglichkeiten, auch ohne to do einen Fragesatz zu bilden. Ich hatte die unvollständigen Auxiliaries can und co bereits erwähnt. Umstellung im Satz und schon ist es ein Fragesatz. So funktioniert es auch bei zusammengesetzten Zeiten, wie zum Beispiel beim Present Perfect. Schauen wir uns das mal an. Have you installed the T-Box program? Hier benutzt Rick das Present Perfect mit have installed. Da ist dann also kein Fragewort und eben auch kein To-Do nötig, um eine Frage zu formulieren. Ebenso wenig braucht man To-Do, wenn man nach dem Satz Gegenstand fragt, denn die SPO-Ordnung bleibt ja unberührt. So, das war jetzt ein Haufen Grammatik. Denken Sie daran, dass Sie alles im Buch wiederfinden und in Ruhe nachlesen können. Ich denke, wir können jetzt eine Pause gebrauchen. Eric, hast du etwas Erholsames für uns? I sure do, Carolyn. Let's go back to the magical world of Harry Potter. His adventures were turned into very popular movies. The setting for all of J.K. Rowling's books take place all over Great Britain, for example, in Scotland. Let's have a closer look at this beautiful part of the British island. Here comes our Inside the English World, Scotland. Scotland is situated in the northern third of Great Britain, and apart from the mainland, is made up of several islands. Up to 1707, Scotland was independent, but with the Act of Union, the country with the Highlands became part of the United Kingdom. Scotland has a good 5 million inhabitants, which makes it the second most populated nation in the United Kingdom. 2 million of them live in the capital, Edinburgh. The old town was founded as long as 2,000 years ago. In the old quarters in the city centre, the historic houses were converted more and more into bars and cafes. This brought colour to Edinburgh by day and by night. The capital is also home to Scotland's new parliament. It was established in 1999, nearly 300 years after its own last independent parliament. The head of state, however, is the British Crown. What fascinates tourists above all about Scotland are its beautiful, vast highlands. Home of the old clans, ancient ruins and fortresses bear witness to a long history of glory and hardship. Among the greatest traditions cultivated over the years is, of course, the famous Scottish single malt. Earlier, whiskey was made on the small farmsteads, but today the distilleries produce it using the most modern methods. Single malt means when it is not blended with other whiskey sorts. The word whiskey, by the way, comes from the Celtic and means water of life. Maybe that's why the Scots consider it good for your health if drunken in moderation. I'm not sure if our Bavarian in Boston drinks in moderation. Either way, it sure doesn't help his abilities to understand the English language. Today, he makes an astonishing discovery concerning his bar friends. At least, he thinks he does. Thank you, man. Did you alter the bedroom in your apartment yet? If I understand her correctly, you have an altar in your bedroom? You must be very religious. What religion are you a member of? No. I alter something? Not talking about an altar. Altar mit A geschrieben heißt Altar. Alter mit E geschrieben heißt ändern.
A pina colada or a shot of whiskey would have made my stupid router story much more entertaining. Next time, I just call the technical support from a bar. So, let me show you how the story ended. Mr. Technical Support verwendet nun die Auxiliaries, wie zum Beispiel, I can repair my router. Ich kann meinen Router reparieren. Na, schauen wir mal. Can you disconnect the phone from the power source? Yeah, yes, I can. Are you able to do that now? Oh, yeah, let me disconnect it. Please turn the phone over and place the adapter to the left of the phone. With the two jacks pointing towards the phone, are you able to connect the 6-pin extension cord to the T-phone? Yes, if I'm allowed to. Okay, do it. Now you ought to connect the RJ45 8-pin cord to the GNT Telecom Tabra EXT jack. Okay, Rick. I've done all this before. Maybe it's the software problem, because if it is the software problem, I don't have to go through this whole process again. You need to be patient with me, sir. Did you or did you not connect the stereo jack to the Plantronics stereo jack? I'm sorry. Could you repeat that last step, please? You have to connect the stereo jack cord to the Plantronics stereo jack. I'm sorry. I'm having problems hearing you. Sir, would you please connect the phone and the router to the power supply now? Okay. Done. Should something be happening? Nothing's happening. I'm sorry, sir, but we're not finished yet. Could you please press the Wi-Fi button on the phone and check whether the router is receiving a signal? Okay. Sure. No problem. Hey. Well, let it be. It works. It must have been the software problem. Thanks for your help. My pleasure, sir. If you have a few seconds, could you take part in our questionnaire? No, I'm sorry. But I must get back to my work. I've already spent way too much time on this. Bye-bye. Yes. Thank God I can use my router now, because I really must get some work done. Und damit sind wir schon mittendrin in unserem nächsten Grammatikblock. Da geht es nämlich unvollständige Auxiliaries wie can and must. Caroline, dein Auftritt bitte. Danke, Eric. Ich hatte vorhin beim Satzbau schon die unvollständigen Auxiliaries angesprochen. Auf Deutsch dürfen, können, mögen, müssen, sollen, wollen und so weiter. Diese Auxiliaries drücken eine Fähigkeit, eine Erlaubnis oder einen Wunsch aus, und zwar bezüglich einer Tätigkeit. Schauen Sie noch mal hier. Can you disconnect the phone from the power source? I'm sorry, but I must get back to my work. Rick fragt hier nach Erics Fähigkeit, das Telefon abzustecken. Das can bezieht sich auf das disconnect, also auf ein anderes Verb, ein sogenanntes Vollverb. Die Fähigkeit, etwas zu tun, wird beschrieben. Und Eric sagt, dass eine Verpflichtung besteht, an die Arbeit zurückzugehen. Must, unvollständiges Auxiliary, bezieht sich auf get back, Vollverb. Leider sind die unvollständigen Auxiliaries nun, ja, unvollständig. Sie können nicht für alle Zeitformen verwendet werden. Deshalb haben sie Ersatzformen, Replacements oder Substitutes. Mehr zu den Ersatzformen und natürlich zu den Auxiliaries allgemein finden Sie im Begleitbuch. So, genug der schweren Grammatikarbeit. Jetzt heißt es wieder Leisure Pleasure mit Eric. Ich verabschiede mich für heute. Enjoy. Thanks, Carolyn. Bye-bye. Okay, working in TV is always a pleasure, especially with such charming coworkers. The TV business language has potential for misunderstandings, especially for Germans. What is, for example, a channel? The English channel? No. Thank the good Lord Jesus Christ. We have the cowboy for cases like this. Have a look. Which is the best program for listening to music? I just bought one and I find it pretty good.
It instructs my computer to immediately lock on to my favorite playlists. TV program, not computer program. Tiefer heute is a good one. You can read it online. You don't have to buy it. I think it's time to call a cowboy. Hello, cowboy. I have a problem communicating. Can you please come to the rescue? Okay. I'm coming to the rescue. What seems to be the problem, partner? Ich bin auf der Suche nach einem guten Fernsehprogramm, aber mein Freund gibt mir merkwürdige Tipps und erzählt mir irgendwas über Computerprogramme und Fernsehzeitschriften. Kein Problem. Das englische Wort Programm hat mehrere Bedeutungen. Bitte sehr. Erstens, Programm, wenn es für Fernsehkanal steht. Es ist Channel. Die Fernsehsendung ist allerdings wiederum Programm. Beispiel. Welches Programm bringt die besten Musiksendungen? Which channel has the best music programs? Zweitens. Programm im Sinne von Plan, Ablauf oder Programmheft ist Programm. Beispiel. Ist das Programm für die englische Delegation fertig? Is the program for the English delegation ready? Und drittens, Programm im Sinne von Computerprogramm ist Programm, aber nur mit einem M. Beispiel. Welche Computerprogramm verwenden Sie? Which computer program do you use? Thanks, cowboy, for your help. Now I know the difference between program and channel. My pleasure, partner. But just remember one thing. If you find yourself in a hole, the first thing you do is stop digging. The second thing you do is call a cowboy. By the way, program isn't the only word that is spelled differently in American and British English. Usually, both versions are accepted, but it doesn't hurt to know. In a later episode, we have a closer look. But today, Say It Again, Sam is about the differences in technology. Antenna. Aerial. Outlet. Socket. Cell phone. Mobile phone. Ground wire. Earth wire. Electric cord. Flex. Or cable. Radio. Wireless. Television. Tele. And now our channel, well, no, not our channel, actually program is drawing to a close. But of course, I cannot let you go without dragging you into the language zone.
You're talking in a different language, hoping everyone understands you. Beyond the language, there is another dimension. A dimension of articulation, a dimension of self-confidence, a dimension of knowledge. You are moving in a land of both listening and comprehension. You are now entering the language zone. We listened to the British author, J.K. Rowling's debut book, Harry Potter and the Philosopher's Stone. Harry is a legend in the wizard's world for having survived an attack by the evil wizard Voldemort, who killed his parents and left Harry with a lightning-shaped scar on his forehead. In this segment, we listen to Harry manage to find a wand, but it is not any ordinary magic wand. It is the twin brother of Voldemort's wand, which gave him the scar. While Harry was looking for his wand, our American boy, Eric, was trying to install his router. We all love technical support, especially the music you listen to when put on hold. During his telephone conversation with technical support, we learned a large amount of grammar, word order in the sentence, questions with to do. Don't be surprised if you need to take an aspirin after this show. Scotland was the topic in Into the English World. The cowboy made it clear that there are many ways to use the word program, and he also informed us that there is a difference in the spelling as well. Humphrey and Sherlock took us on a technological ride by showing us more examples. Antenna is in American English, and Ariel is British English. If technology isn't difficult enough, our Bavarian in Boston made a fool of himself. He understood his friend had an altar in the bedroom. Damit sind wir schon am Ende unserer heutigen Folge Grundkurs English. Time to say goodbye. And if you'd please excuse me now, it's time for a single malt. See you soon, good luck, and auf Wiedersehen. To download it from your website? Yes, it is possible. How am I supposed to download it? When I don't have any internet. Do you have any other access to the internet? Yeah, my next door neighbor. Okay, so do that, and then call me back when the download is finished. And we start over. Oh, well, thanks, Rick. For your help. Bevor Eric nebenan weitermacht, schauen wir uns To-Do an. Wir brauchen es für Fragen, das wissen wir schon. Ebenso aber auch für Verneinungen, wenn ein einfaches No nicht reicht. Schauen wir mal in den Clip. Do you see a red light flickering on the router? No, I don't. Und das Ganze haben wir auch noch einmal schriftlich für Sie zum Mitlesen. Da haben wir den Satz. No, I don't. Nur no wäre unhöflich. Deshalb hier mit to do. Das ist übrigens die Kurzform von do not. Die beiden Wörter werden zusammengezogen mit den Short Answers, den höflichen Kurzantworten, werden wir uns aber in Folge 5 noch ausführlicher beschäftigen. Jetzt noch kurz zu den Möglichkeiten, auch ohne to do einen Fragesatz zu bilden. Ich hatte die unvollständigen Auxiliaries can und co. bereits erwähnt. Umstellung im Satz und schon ist es ein Fragesatz. So funktioniert es auch bei zusammengesetzten Zeiten, wie zum Beispiel beim Present Perfect. Schauen wir uns das mal an. Have you installed the T-Box program? Hier benutzt Rick das Present Perfect mit have installed. Da ist dann also kein Fragewort und eben auch kein To-Do nötig, um eine Frage zu formulieren. Ebenso wenig braucht man To-Do, wenn man nach dem Satz Gegenstand fragt, denn die SPO-Ordnung bleibt ja unberührt. So, das war jetzt ein Haufen Grammatik. Denken Sie daran, dass Sie alles im Buch wiederfinden und in Ruhe nachlesen können. Ich denke, wir können jetzt eine Pause gebrauchen. Eric, hast du etwas Erholsames für uns? I sure do, Carolyn. Let's go back to the magical world of Harry Potter. His adventures were turned into very popular movies. The setting for all of J.K. Rowling's books take place all over Great Britain, for example, in Scotland. Let's have a closer look at this beautiful part of the British island. Here comes our Inside the English World, Scotland.
Scotland is situated in the northern third of Great Britain, and apart from the mainland, is made up of several islands. Up to 1707, Scotland was independent, but with the Act of Union, the country with the Highlands became part of the United Kingdom. Scotland has a good 5 million inhabitants, which makes it the second most populated nation in the United Kingdom. 2 million of them live in the capital, Edinburgh. Connect the RJ114 pin cord to that. Okay, I'm supposed to connect the phone to the power supply now. And I'm connect the phone and the router to the, yeah, I did that. Press the talk button on the phone and check whether the headset is receiving the dial tone. No, there's no dial tone. Mamma mia. Complicated stuff here. Hello? Hello? Anybody in there? Oh. Hello? Hat keiner mit dir gesprochen? Fies. Dann hör doch einfach mir mal zu. Wie angekündigt geht es heute um den Satzbau. Erstmal begeben wir uns auf für Sie bekanntes Terrain, die deutsche Sprache. Ich zeige Ihnen mal was. Hier. Ich esse. Du isst, wir essen. Im Deutschen weist die Endung in der Regel schon ziemlich deutlich aufs passende Subjekt hin. Da muss man kein Sherlock Holmes sein. Die Satzaussage, das Prädikat essen, ist also durch diese sogenannte Konjugationsendung klar einem Subjekt, dem Satzgegenstand, zugeordnet. Sie merken schon, ich verwende immer auch mal hochoffizielle Grammatikterminologie. Es kann nicht schaden, wenn Sie die Begriffe mal gehört haben. Das Prädikat entspricht meistens dem Verb. Es ist die Satzaussage. Ich bin sicher, Eric hätte einiges zu sagen über die deutsche Sprache und ihre Fallstricke. Ich aber weise nur dezent darauf hin, dass sich im Indikativpräsens im Englischen bis auf eine Ausnahme, nämlich hier bei der dritten Person Singular, die Endung nicht verändert. I eat, you eat, they eat. Alles dieselbe Endung, eben nur bei he, she, it gibt es eine andere Endung. Es, nämlich eats. Merke, bei he, she, it, das S muss mit. Reimt sich. Aber zurück zum Thema. Das mit den Endungen erleichtert das Englischlernen sehr. Einen kleinen Nachteil hat die Endungsarmut im Englischen allerdings auch. Das Prädikat kann deshalb nämlich nicht auf den ersten Blick klar dem Subjekt zugeordnet werden. Deshalb ist es im Englischen sehr wichtig, dass der Satzbauplan eingehalten wird. Subjekt, Prädikat, Objekt, kurz SPO. Die müssen immer in dieser Reihenfolge beieinander bleiben. Ort und Zeit, also die Antwort auf die Frage wann und oder wo, kommen vor oder hinter das ganze SPO-Paket. Und wie im Alphabet. Now I know the difference between program and channel. My pleasure, partner. But just remember one thing. If you find yourself in a hole, the first thing you do is stop digging. The second thing you do is call a cowboy. By the way, program isn't the only word that is spelled differently in American and British English. Usually, both versions are accepted, but it doesn't hurt to know. In a later episode, we have a closer look. But today, Say It Again, Sam is about the differences in technology. Antenna. Aerial. Outlet. Socket. Cell phone. Mobile phone.
Ground wire. Earth wire. Electric cord. Flex. Or cable. Radio. Wireless. Television. Telly. And now our channel, well, no, not our channel, actually program is drawing to a close. But of course, I cannot let you go without dragging you into the language zone. You're talking in a different language, hoping everyone understands you. Beyond the language, there is another dimension, a dimension of articulation, a dimension of self-confidence, a dimension of knowledge. You are moving in a land of both listening and comprehension. You are now entering the language zone. We listen to the British author, J.K. Rowling's debut book, Harry Potter and the Philosopher's Stone. Harry is a legend in the wizard's world. Leider sind die unvollständigen Auxiliaries nun, ja, unvollständig. Sie können nicht für alle Zeitformen verwendet werden. Deshalb haben sie Ersatzformen, Replacements oder Substitutes. Mehr zu den Ersatzformen und natürlich zu den Auxiliaries allgemein finden Sie im Begleitbuch. So, genug der schweren Grammatikarbeit. Jetzt heißt es wieder Leisure Pleasure mit Eric. Ich verabschiede mich für heute. Enjoy. Thanks, Carolyn. Bye bye. Okay, working in TV is always a pleasure, especially with such charming coworkers. The TV business language has potential for misunderstandings, especially for Germans. What is, for example, a channel? The English channel? No. Thank the good Lord Jesus Christ. We have the cowboy for cases like this. Have a look. Which is the best program for listening to music? I just bought one and I find it pretty good. It instructs my computer to immediately lock on to my favorite playlists. TV program, not computer program. TV heute is a good one. You can read it online. You don't have to buy it. I think it's time to call a cowboy. Hello, cowboy. I have a problem communicating. Can you please come to the rescue? Okay. I'm coming to the rescue. What seems to be the problem, partner? Ich bin auf der Suche nach einem guten Fernsehprogramm, aber mein Freund gibt mir merkwürdige Tipps und erzählt mir irgendwas über Computerprogramme und Fernsehzeitschriften. Kein Problem. Das englische Wort Programm hat mehrere Bedeutungen. Bitte sehr. Erstens, Programm, wenn es für Fernsehkanal steht, es ist Channel. Die Fernsehsendung ist allerdings wiederum Programm. Beispiel. Welches Programm bringt die besten Musiksendungen? Which channel has the best music programs? Five. Could it be possible but that the software has a bug? This might be the problem, sir. I've encountered many of the same cases this past week. And it has always been a software problem. Therefore, you must use the latest version, 656. 656. Is it possible to download it from your website? Yes, it is possible. How am I supposed to download it? When I don't have any internet. Do you have any other access to the internet? Yeah, my next door neighbor. Okay, so do that,
call me back when the download is finished. And we start over. Well, thanks, Rick, for your help. Bevor Eric nebenan weitermacht, schauen wir uns To-Do an. Wir brauchen es für Fragen, das wissen wir schon. Ebenso aber auch für Verneinungen, wenn ein einfaches No nicht reicht. Schauen wir mal in den Clip. Do you see a red light flickering on the router? No, I don't. Und das Ganze haben wir auch noch einmal schriftlich für Sie zum Mitlesen. Da haben wir den Satz. No, I don't. Nur no wäre unhöflich. Deshalb hier mit to do. Das ist übrigens die Kurzform von do not. Die beiden Wörter werden zusammengezogen mit den Short Answers, den höflichen Kurzantworten, werden wir uns aber in Folge 5 noch ausführlicher beschäftigen. Jetzt noch kurz zu den Möglichkeiten, auch ohne to do einen Fragesatz zu bilden. Ich hatte die unvollständigen Auxiliaries can und co bereits erwähnt. Umstellung im Satz und schon ist es ein Fragesatz. So funktioniert es auch bei zusammengesetzten Zeiten, wie zum Beispiel beim Present Perfect. Schauen wir uns das mal an. Have you installed the T-Box program? Hier benutzt Rick das Present Perfect mit have installed. Da ist dann also kein Fragewort und eben auch kein To-Do nötig, um eine Frage zu formulieren. Ebenso wenig braucht man To-Do, wenn man nach dem Satz Gegenstand fragt, denn die SPO-Ordnung bleibt ja unberührt. So, das war jetzt ein Haufen Grammatik. Denken Sie daran, dass Sie alles im Buch wiederfinden und in Ruhe nachlesen können. Ich denke, wir können jetzt eine Pause gebrauchen. Eric, hast du etwas Erholsames für uns? I sure do, Carolyn. Let's go back to the magical world of Harry Potter. His adventures were turned into very popular movies. The setting for all of J.K. Rowling's books take place all over Great Britain, for example, in Scotland. Let's have a closer look at this beautiful part of the British island. Here comes our Inside the English World, Scotland. Scotland is situated in the northern third of Great Britain, and apart from the mainland, is made up of several islands. Not computer program. Tea for heute is a good one. You can read it online. You don't have to buy it. I think it's time to call a cowboy. Hello, cowboy. I have a problem communicating. Can you please come to the rescue? Coming to the rescue. What seems to be the problem, partner? Ich bin auf der Suche nach einem guten Fernsehprogramm, aber mein Freund gibt mir merkwürdige Tipps und erzählt mir irgendwas über Computerprogramme und Fernsehzeitschriften. Kein Problem. Das englische Wort Programm hat mehrere Bedeutungen. Bitte sehr. Erstens, Programm, wenn es für Fernsehkanal steht. Es ist Channel. Die Fernsehsendung ist allerdings wiederum Programm. Beispiel, welches Programm bringt die besten Musiksendungen? Which channel has the best music programs? Zweitens, Programm im Sinne von Plan, Ablauf oder Programmheft ist Programm. Beispiel, ist das Programm für die englische Delegation fertig? Is the program for the English delegation ready? Und drittens, Programm im Sinne von Computerprogramm ist Programm, aber nur mit einem M. Beispiel, welche Computerprogramm verwenden Sie? Which computer program do you use? Thanks, cowboy, for your help. Now I know the difference between program and channel.
My pleasure, partner. But just remember one thing. If you find yourself in a hole, the first thing you do is stop digging. The second thing you do is call a cowboy. By the way, program isn't the only word that is spelled differently in American and British English. Usually, both versions are accepted, but it doesn't hurt to know.